Und bei uns im Studio begrüßen wir jetzt den ehemaligen Bundeswehrgeneral und Historiker Klaus Wittmann. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Guten Abend. Auch wir wollen noch auf die militärische Lage im Donbass blicken, genauer gesagt in Luhansk. Nur Lysychansk und Severodonetsk sind noch nicht unter russischer Kontrolle. Wie schätzen Sie das ein? Wie lange schaffen es die ukrainischen Kämpfer noch, diese Städte zu verteidigen? Wenn das der russische Schwerpunkt war seit ein paar Wochen, dann sind die Russen sehr langsam vorangekommen. Und man muss wirklich staunen, wie diese recht beweglich geführten ukrainischen Truppen das weiter schaffen bei dieser Feuerüberlegenheit, die die Russen haben, indem sie ständig mit Artillerieraketen auf die Städte und auf die Stellungen schießen. Aber irgendwann geht das auch zu Ende mit der Widerstandskraft, wenn nicht Munition, Betriebsstoff und vor allen Dingen die schon so lange auch von uns versprochenen schweren Waffen dazu herhalten können, die russische Feuerüberlegenheit zu reduzieren zumindest. Also auf deren Artillerie zu schießen und auf deren Panzer zu wirken. Und das geht ja alles sehr langsam voran. Das Ganze ist so ein bisschen gerade wie so ein Tauziehen. Es geht immer nur ein bisschen hin und her. Dann heißt es mal wieder, die eine Seite übernimmt die Kontrolle über die Stadt, die andere kämpft dann zurück. Was fehlt denn momentan am meisten? Und wo könnte Deutschland eigentlich unterstützen? Tut es aber vielleicht nicht. Das haben Sie kritisiert in einem Gastbeitrag auch für unsere Welt. Ja, ich kritisiere das auch weiter und sage, hätte man nach der berühmten Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers, die ja am 27. Februar war, in den nachfolgenden Wochen die konkreten Entscheidungen getroffen, welche Waffen wir liefern wollen. Schon damals war nach dem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard gefragt worden. Und zwei Monate später ist die Entscheidung getroffen worden. Die Industrie bietet Schützenpanzer Marder und Kampfpanzer an. Der Bundeskanzler hat jetzt vor wenigen Tagen dieses Iris-T Luftabwehrsystem angekündigt und die Mehrfachraketenwerfer Mars. Das lässt alles noch auf sich warten. Und ich kann nur sagen, es sind viele Wochen verloren worden. Und wenn der Bundeskanzler vor ein paar Tagen in Vilnius sagt, Zitat, niemand liefert Waffen in ähnlich großem Umfang wie Deutschland das tut, dann weiß ich nicht, wie er zu dieser Aussage kommt. Ist also schlichtweg gelogen, sagen Sie? Nein, das würde ich niemals sagen. Aber vielleicht hat er die ganzen versprochenen Waffen mitgezählt.